Hallo Olli, da bin ich wieder am Montag voller Freude im Morgenverkehr vor den rückschiebenden Autos. Da bin ich von und zu überhaupt begeistert. Ja, was tut sich? Alles wunderbar und super prächtig sozusagen. Man kann sich überhaupt nicht beschweren und düst so von einer Sache in die nächste. Ich war verhältnismäßig lange auf, so 23 Uhr war es ungefähr. Was habe ich gemacht? Die Videos für Dienstag geschnitten. Mit Verlaub, sie sind nicht aufregend. Ja, also das sind die Sachen, die ich schon seit einem halben Jahr teilweise liegen habe. Was man nicht alles tut, um was anderes nicht zu tun. Ne? Also so, das ist das Motto. Gestern war der letzte Kindergartentag. Wir waren eine Handvoll Leute, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes eine Handvoll Leute. Aber den Kids hat es Spaß gemacht, die da waren großteils. Eine Familie ist gekommen, weil sie die Lego-Ausstellung sehen wollte, hat auch auf die Homepage geschaut, ob offen ist, aber offensichtlich nicht wahrgenommen, dass direkt unter der Öffnungszeit immer steht, keine Lego-Ausstellung. Das steht ja bei jedem einzelnen Eintrag, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Kann ich nichts tun, hat ja auch nicht wahrgenommen, dass man eigentlich online die Karten kaufen muss. Gut, ist so. Was soll's. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Eine Kundschaft hatte kein Freispiel gebucht und ich habe aber den roten Stempel ausgeteilt, weil ich nicht aufpasst habe, wie das so oft ist. So ist das halt. Na, macht nichts. Manchmal, oft hast du Pech, ne? Ja. Egal. Da fällt mir auf, wir haben hier ernsthaft eine Ampel, auf die alle so stolz sind, die es den Kids nicht ermöglicht, da über die Straße zu gehen, weil keine Ampel ist. Das ist aber grob fahrlässig. Warum hat man dort keine Ampel gemacht bei der drüberen Straße? Ein Problem, oder? Ja, ich finde es auch ein Problem, dass hier keine ist oder ein klares Schild, nö, da darfst du nicht gehen. Na egal, wir sind ja in Neulenkbach. In Neulenkbach ist das nicht so. Die Politik wird jubeln, denn ich habe gestern mein Fahrrad entfernt von der Kreuzung mit dem Wegweiser zum Eitle Kindergarten, weil ja das Kindergarten zu hat, da brauche ich ja keinen Wegweiser. Über einen Monat kein Kindergarten, mir blutet schon das Herz. Ja, jedenfalls war es ganz nett und dann habe ich ernsthaft noch das Dot Matrix Controller Board vom Shadow repariert. Habe ich euch eh schon gesagt, ich bin so stolz auf mich, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ich habe gemessen und gelötet und einmal ist so ein richtiger fetter Funken geflogen, weil ich offensichtlich den Plus-Kondensator gegen Minus irgendwie, naja, soll nichts Schlimmeres sein, 150 Mümer wird es überleben. Ich fahre jetzt wieder zu meinem WLAN, dem Sorgen-WLAN. Da bin ich schon neugierig, ob heute irgendwas anders ist, weil da nämlich die Sache ist, dass wir ja was umgeschraubt haben. Meine Frau kommt halt irgendwann aus dem Dienstheim, ich habe keinen Schimmer, was ich kochen werde, aber ich habe schon den Schimmer, was ich heute so tun möchte. Da habe ich schon einige Ideen und habe schon wieder was sehr Spannendes gefunden über die Behörde. Das ist oft, wisst ihr, in den Akten so handschriftlich ganz klein irgendwo drinnen, sodass man es leicht überliest, dass der Schmatz schon die falsche UN-Nummer irgendwo hingeschrieben hat, weil das so unauffällig geschrieben ist. Aber früher oder später kommt es ans Tageslicht, respektive auf den Computerbildschirm. Ja, also ich habe gestern ein bisschen Video geschnitten, so bis... mache jetzt alle zwei Wochen ein Dienstagsvideo. Die sind jetzt bis April schon fertig, eigentlich. Ja. Und dann gibt es schon fertige für noch mehr. Nur habe ich sie noch nicht geschnitten. Also fertige, es gibt noch einige. Und die habe ich aber noch nicht geschnitten. Ich fahre jetzt ganz knapp an den Lader ran. Und dann passt es schon. Und schauen wir mal. Ja, das ist das große Konzept. Ich melde mich später.
find's so cool. Na, Moment. Mir ist so cool. Na. Achso, mir ist kalt. So heißt's richtig. Lustig, lustig. Der Herr Schmatz ist so ein lustiger Zeitgenosse. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ihr solltet den öfter anschauen. Auf allen Kanälen. Bah, und mich juckt's. Ich sag's euch. Ich würde so gern Technology Confused machen. Und zwar mehrere. Ich habe so viele Dinge im Bett, die ich gerne loslängeln. Oh, da hat jemand aber von und zu den Kaugummi-Automaten zerstört. Dann mache ich mal schnell ein Shorty. Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Kaugummi, habe ich euch das schon erzählt? Ich meine, jetzt ist keine Zeit mehr dafür, dass ich es euch erzähle. Ich war mal Schulwegsicherer und da gab es auch so einen Zwischenfall mit einem Kaugummi-Automaten. Und sagen wir mal so, ich hatte keine Hemmungen, den Kaugummi-Automaten mit einer Sackrodel woanders hinzuführen. Ja, Besitzstörung? Ich weiß nicht. Also müsste man, also mit dem heutigen Wissen wäre es wieder anders. Aber letztlich, ich sag's mal so, glaube ich nicht, dass es Besitzstörung war. Denn so viel sei verraten, gespoilert, der Automat hat dort gar nicht sein dürfen. Wirklich, habe ich selbst persönlich dann von der Bundespolizeidirektion erfahren. Ja, so viel soll sein. Ich möchte mich eigentlich mit meinem Thema beschäftigen und komme gerade nicht dazu. Ich werde heute nochmal mit Netgear telefonieren. Es hat sich auf jeden Fall verändert im Haus, das ist klar. Das ist spannend, also es kommen ganz viele Dinge zusammen, die uns da Brüssel machen. Unglaublich, ich sag's euch. Naja, jedenfalls... Schauen wir mal. Die WLAN-Zelle. Ja, was wir heute essen, das ist noch unklar. Ich bin nicht sehr motiviert zu kochen. Das sei mal ganz ehrlich. Ich hab gestern noch mal Pizza gemacht, ihr wisst Bescheid. Meine Frau hätte sicher heute gern geputzt gehabt. Ja. Man kann viele Sachen gern haben, ne? Nutzt nicht unbedingt was. Ich bin am Überlegen, was ich da heute wieder zaubern werde. Ach ja, die Zirkeln wollte ich noch anrufen. Das mache ich auch noch. Ich bin auf jeden Fall voll aktiv und von und zu überhaupt. Ich habe jetzt schwer vor, meine Behördengeschichten weiterzumachen. Aus Gründen, die überhaupt... Ja. Ach, das wollte ich machen. Na, jetzt habe ich keine Zeit für euch. Weil jetzt muss ich noch bei Gericht anrufen. Das so viel Spaß muss sein, denn November verneigt sich nämlich dem Ende und da möchte ich am aktuellen Stand sein. Das mache ich jetzt gleich sofort. Da habe ich ja überhaupt keine Hemmungen. Da freue ich mich und euch erzähle ich irgendwas anderes, was dann Sinn macht. Oder? Was Lustiges. Schauen wir mal, was zu Hause. Über den Hund könnte ich euch lustige Dinge erzählen und über die Katze. Zwei sehr eigenartige Zeitgenossen. Aber nicht, wenn ihr es nicht schriftlich einfordert. Nö, sonst nicht. Kaum ist die Frau daheim, ist wieder Theater. Da schaut's, was die macht. Gehst du weg, aber schnell. Ja, ich darf nicht einmal in mein Schlafzimmer. Du sollst weggehen. Kaum ist daheim, Riesentheater. Sie will putzen, sie will, dass ich nicht ins Schlafzimmer gehe. Sie ist frech. Sie holt das Kind, jetzt kann ich nicht für euch filmen. Noch legt's auch nicht. Ein Brot habe ich gekauft. Habt ihr schon mal gesehen? Das Brot ist so klein und hat ein halbes Kilo. Da ist sicher das Eisen drinnen, was du brauchst, Agnes. Ein Brot. So, ich habe die Bananenwoche ausgerufen. Schaut euch das an. Ich habe ultra mega hyper viele Bananen gekauft. Die kriegen die Kinder morgen zur Jause. Und da habe ich hyper viele, das nicht. Das sind auch noch die für morgen. Und da habe ich über viele alte Bananen gekauft. Die werden wir heute zu einem Milchshake machen. Das ist so der große Plan. Das ist das Ding, das spritzt man da dem Kind auf die Schuhe, damit die nicht so stinken. So funktioniert das. Und gleich ins Gesicht auch noch. So, weg ist das Kind. So kriegt man die Kinder los. Ja, ich habe mit Netgear wieder telefoniert und nö, es ist nicht besser. Ich war bei Gericht, da ist auch nichts besser. Der macht Musik, wenn man ihn auch macht, das ist besser. Und jetzt werde ich Kartoffeln schälen. Oder du! 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 Du!
Jetzt weiß ich, wie ich das Kind loswerde. Ich sage einfach, du schälst jetzt Kartoffeln. Und da schlichte ich jetzt den Apfel oben drauf. Und dann schalte ich mir den sympathischen Kollegen ein, der so lustige Mikrofonreviews macht. Weil es besteht nicht die Gefahr, dass ich mir noch ein Mikrofon kaufe. Das ist also. Oh, die wollte ich auch anrufen. Das mache ich jetzt nur. Weißt du noch die Nummer von Frank Keller? YouTube-Vorschläge für den 27.11.2023. Best Budget Podcast Microphones von Podcast Stage. Harald Schmidt ungeschnitten, das ganze Interview von Stuttgarter Zeitung. I built a Lego train for my puppy. Half asleep, Chris. Linux Mint MDA6 von Linux Coach. 10 Weird Times Star Trek Characters Change Divisions the Culture. So, the minute hand shows progressions. Technology on extras. You're properly using the wrong USB charging cable von Theo Cho. Harald Schmidt, der Kanzler der Herzen von der FAZ. Ja, und heute, haltet euch fest, ist online gegangen ein Schmeckt's oder Vegan. Und noch heute, haltet euch fest, habe ich schon selbstpersönlich gesagt. Meine Frau liegt mir schon zu Füßen und küsst mich. Hallo, küss mich. Naja. Ei, das Kind kommt, ich muss flüchten. Weihnachten kommt. Kind und Weihnachten, keine gute Kombination. Da ist schon die Bratwurst, die läuft nämlich noch vor Weihnachten ab. Und wir haben noch 4 Backerl. Das heißt, wir werden jetzt öfter Bratwurst essen. Und selbstpersönlich die Kartoffeln in die Pfanne gehaut und herumgewurschtelt, die ich jetzt auch umdrehen muss, denn sonst wird die Kartoffel schwarz und pickert und das wollen wir vermeiden. Ja, und deshalb mache ich das jetzt und lade euch hoch. Bis morgens.